Ja, und damit willkommen zurück zu Dead Space. Und irgendein Vieh, hier in der Leichenhalle anscheinend, läuft da rum. Ich höre es die ganze Zeit irgendwie bellen und fauchen. Aber wir wollten ja als nächstes zu Dr. Mercers Büro. So, da sollten wir nämlich jetzt auch rein können. Die Leichenhalle ist ja jetzt gesperrt zum Glück. Oh. Ja, ich glaube, der Typ, der hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber er hat zumindest Köpfe in Gläsern. Da sollen die sich ja besonders gut halten. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen, nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld, deine Zeit kommt. Sehr bald. Okay, ich frage mich jetzt natürlich, ist Dr. Mercer dieser Typ, den wir jetzt letztes Mal zweimal getroffen haben? Es könnte natürlich sein, es würde dramaturgisch Sinn ergeben. Also ja, bediene jetzt einfach mal diesen Mischer hier. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Gut, jetzt haben wir auch diese DNS, die wir brauchen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das. Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Da ist wieder so ein Baby in so einem Glas. Okay, wir haben keinen Sauerstoff mehr. Beziehungsweise, ja, wir haben natürlich unsere Luftkanister, aber der hat den Sauerstoff hier rausgeblasen. Oh je, jetzt haben wir wieder die Scheißviecher. Och, Kinders. Ich hab doch kaum Munition. Oh, schnell vorbeirennen. Und die Viecher ignorieren. Oh. Ja, ich habe leider keine Zeit für die. Die ganzen Monster hier. Oh, 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 das wird jetzt zeitlich knapp. Oh, in der letzten Sekunde noch aktiviert. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Oh, Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Ja, wir brauchen vor allem aber auch Munition. Denn die habe ich ja letztes Mal ordentlich verbraten. So, also erstmal zum ersten Mal, dass ich jetzt hier Munition kaufe. Die habe ich ja sonst immer eigentlich ganz gut gefunden. So, und verkaufe direkt erstmal die ganzen Halbleiter. Ne, nicht das Medipack, Halbleiter. Überflüssige Munition, die ich nicht brauche. Alles weg. Jetzt habe ich aber auch genug Credits für einen weiteren Energieknoten. So, und für den Rest hole ich mir noch mal ein bisschen Plasma-Energie. Da unten haben wir sie. So, ich glaube, das sollte jetzt erstmal genügen. Was haben wir denn jetzt? Ach, so viel haben wir gar nicht gekauft. Okay, ja gut, dann verbrate ich den Rest gerade auch noch.
Viel Geld haben wir eh nicht mehr. Das kann ich ja noch gut für die Energie ausgeben. Okay, jetzt haben wir echt nichts mehr. Vielleicht finde ich ja auch noch eine Werkbank. Denn als nächstes wollte ich ja auch wieder auf den Plasma-Cutter skillen. Gut, wieder zur Diagnostik. Ah, hier waren wir ja schon mal. Ach, hier ist auch, glaube ich, auch dann die Werkbank. Okay. Passiert das jetzt mehrfach oder kann ich aber durchgehen? Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Oh, ja. Leviathan, das klingt jetzt nicht sehr nach einem kleinen Vieh. Gut, hier ist auch zum Glück die Werkbank. Und ich gehe wieder auf den Plasma-Cutter. So, was nehme ich denn dieses Mal? Schneller nachladen? Oder hier schneller nachladen? Oder Schusstempo erhöhen? Ich finde das Tempo eigentlich ganz okay. Kann aber nochmal versuchen, hier auf Richtung Schaden zu gehen. Dann haben wir den Schaden komplett erhöht. Ich glaube, das mache ich, aber ich gehe hier erstmal auf Kapazität und dann auf Schaden. Machen wir nämlich diese Reihenfolge mal. Denn die Magazingröße finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn die erhöht wird. 16 haben wir jetzt im Lauf. Okay. Jetzt ist er hier wieder. Ja, ja, ich habe so die Befürchtung, dass uns diesmal so eine Art Bosskampf bevorsteht. Wurde ja ein bisschen angekündigt, ist ein Leviathan. Ah, hier waren wir ja schon mal. Hier war das unzerstörbare Vieh. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. So, unser Cocktail ist fertig. Jetzt können wir... Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Ach, ich verschmähe, was ich will. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier durch. Da konnte man ja vorher nicht entlang. Da war ja dieser Typ. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt einfach mal Dr. Mercer. Ich vermute mal, das ist er nämlich. Schließlich war das ja auch sein Büro und das hier gehörte anscheinend auch alles ihm, dieses Gebiet. Na, ah, hier haben wir noch ein bisschen Schränke zu plündern. Gut, Geld und Plasmaenergie ist jetzt nicht gerade verkehrt für uns. Was hat er mir denn gerade angezeigt? Hat er mir gerade angezeigt, halbe Stunde Spielzeit oder was? Ja, 35 Minuten und 31 Sekunden. Hä? Das ist natürlich seltsam. Sonst stand da mal eine andere Zahl. Nicht, dass mein Savegame irgendwann kaputt geht, wie bei Morrowind. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Okay, er ist Dr. Mercer. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren. Und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Der will die Viecher mit zur Erde bringen. Überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen sie sich dem Unausweichlichen. Nein, hier ist er jetzt nicht einfach.
Okay, sobald ich ein paar Gliedmaßen angeschossen habe. Oh. Ja, okay. Ich dachte, dann regeneriert er sich nicht. Och du, bleib mal stehen hier. Mal, kann ich ihn vielleicht hier drin töten? Gibt's da irgendeine... Das hat doch bestimmt einen Grund, warum hier diese Kammer ist. Aber wie kann ich sie denn schließen? Wo ist denn der Schließmechanismus? Oder schließt sie sich automatisch, wenn der drin ist? Ah, okay, ich muss den mit Stase am besten... Moment, erstmal schnell meine Stase-Energie benutzen. Wo kann ich denn diese Kammer aktivieren? Ah. Aua. Okay, da kann ich es aktivieren. Okay. Oh, jetzt ist es oben eingesperrt, oder was? So, und jetzt schnell hochrennen. Und die Kammer aktivieren. So, dann ist es hoffentlich tot. Oh. Patient wird transportiert. Patient wird transportiert. Oh, okay. Hoffentlich war das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ja, hoffentlich. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Oh, hoffe ich auch mal. Ich hoffe, das war jetzt wirklich das Einzige von diesen unverwundbaren Viechern, was es gibt, weil das wäre sonst alles ein bisschen heftig, wenn die jetzt standardmäßig sind, aber war das auch wirklich gerade nur eins? Was ich jetzt zuletzt erlebt hatte, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ja, ich hoffe mal. So, hier ist wieder die Monorail-Station, okay. Ah, hier liegen auch noch ein paar Sachen, gut. Ein paar Credits. Und mehr nicht, okay. Na gut, dann fahren wir einfach mal weiter. Dann haben wir auch Kapitel 5 abgeschlossen. Und jetzt sollen wir zu diesen Biokulturen, oder was hatte sie uns gesagt? Gefahr für die Umwelt. Okay. So heißt Kapitel 6. Ich hoffe, damit sind nicht wir gemeint. Logbuch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Okay, dann gehen wir mal gleich weiter Richtung Hydrostation. Was steht da? Empfindliche Pflanzen. Zutritt nur für dekontaminiertes Personal. Empfindliche Pflanzen, okay. Das sind mir wesentlich lieber als sowas hier. Aber die bewegen sich immer noch. Was ist denn da los? Aber hier muss ich nicht lang. Gut, gut. Das heißt, hier werde ich hoffentlich irgendwas finden, aber die stehen bestimmt gleich wieder auf.
stelle sich nur vor, man hängt gerade auf dem Pott und dann kommt so ein Vieh da raus. Boah, da hat aber jemand ordentlich was abgelassen. Und ein bisschen Blut im Stuhl hat er auch. Also, ich bin zwar kein Arzt, sondern Techniker, aber meine Diagnose ist Nekromorph-Befall. Lässt sich auch nur sehr schwer heilen, wie man sieht. Oh, hier auch, ey. Ist die Schüssel auch randvoll. Gut, dann einfach mal weiter. Und zwar ging es weiter in die Richtung. Wieder ein Fahrstuhl. Ja, ich vermisse immer noch die Fahrstuhlmusik. Die wäre doch mal interessant gewesen zu hören. Selbst auf so einem Bergbauschiff könnte man sowas gebrauchen. Okay, überprüfe ich so lange mein Inventar. Na gut, okay, jetzt sind wir schon unten. Oh, Tomaten gibt's hier. Bewässerungsphase eingeleitet. Ist das Hammond? Isaac. Oh ja. Wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager ab. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Immerhin lebt Isaac noch und bringt sich nicht um wie alle anderen, die hier noch einigermaßen gelebt haben. Dann wollen wir mal den Sauerstoff wieder herstellen. Alles war schön. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ja, hier sehen wir natürlich auch den tollen Kontrast. Ja, wir haben auf der einen Seite das gedeihende Leben, frische Tomaten. Und auf der rechten Seite haben wir hier aufgequollenes Fleisch der Necromorphs. Lecker. Oh, nicht, dass das irgendwie ein Stück vom Leviathan ist. So, erstmal auch speichern. Und dann wahrscheinlich am besten nochmal ein bisschen Munition kaufen, glaube ich mal. Oder haben wir schon wieder genug für den Energieknoten? Ich bezweifle es. Oh, was habe ich denn da mitgeschleppt? Ein Energy Drink. So, meine Credits sind auf dem Stand von 6000. Gut, die Energie für die Laserkanone brauche ich nicht. Ripperklingen auch nicht. Energiekanone. Energie auch nicht. Pulsprojektile können auch weg. Oh, jetzt habe ich natürlich fast schon wieder einen Energieknoten zusammen. Ja, verkaufe ich mal den Luftkanister. Ich hoffe, den brauche ich nicht. Und hol mal direkt mal nochmal einen Energieknoten. So, Medipacks werden auch gerade ein bisschen rar. Ich habe dann noch ein paar benutzt letztes Mal. Oder eben eher gesagt. Da habe ich schon welche benutzt. Ich
Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. So, ich brauche auch wieder Medipacks offenbar. Medipacks, Munition. Jetzt merke ich so langsam, jetzt brauche ich das auch alles richtig. Eine Werkbank. Okay, dann können wir direkt mal den nächsten Punkt investieren. Das passt ja schon mal, bevor ich ihn wieder verschwende für irgendeine Tür. So, Plasma-Cutter und dann auf Schaden. So, jetzt haben wir den Schaden maximal erhöht. Das ist natürlich gut. Dann wäre natürlich gut, nächstes Mal nochmal ein bisschen auf Tempo zu gehen, weil Tempo und Nachladen... Oh, ich habe noch einen Energieknoten, sehe ich gerade. Oh. Gehe ich mal auf Tempo. So, da haben wir nämlich ein bisschen Geschwindigkeit erhöht und danach versuchen wir mal wieder so langsam unser Rig zu erhöhen. Sauerstoff möchte ich noch nicht so erhöhen, weil damit kommen wir eigentlich ganz gut klar bis jetzt. Fühlt sich ein bisschen verschwendet an für mich, wenn ich einfach den Sauerstoff dann erhöhe. Ich hoffe, den Leviathan schaffe ich dann auch mit dem Plasma-Cutter. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie der Kampf war. Also, das ist ja meistens bei dem Spiel alles wieder irgendwie neu für mich. Oh, den Kopf habe ich weggeschossen. Das war gar nicht geplant. So war das eher gedacht. So, hat er was fallen gelassen? Nein. Boah, wenn ich zerstampfe, da kommt wirklich wieder nichts. Anbaukammer West. Schauen wir doch da mal rein. Oh, Pflanzen. Boah, das ist ja schön. Irgendwie. Okay. Die Affen unterwegs? Warum höre ich denn hier Affengeräusche? Oder hat man einfach irgendwelche Tropenfiles eingefügt, weil hier Pflanzen sind? Boah, das war ja gerade hardcore. Irgendwas? Leute! Viele denn noch? Was ist denn noch hier? Irgendwas so. So, dann, oh, da muss ein Medikit her. Ich gehe einfach mal jetzt hier rein. Ich hoffe, ich habe keinen Speicherpunkt übersehen. Ah. Ach, das sind die Viecher, die so komisch stöhnen. Okay, die machen zwar nicht die Affengeräusche, aber wir wissen schon mal, dass wir die töten müssen. Denn gerade war meine Sauerstoffanzeige auch etwas korrumpiert. Also glaube ich, ja, wenn wir die töten,
braucht man mal wieder ein bisschen Sauerstoff. Oh, je, je. Nein, das ist der. Keiner, der uns sterben will. Diese Babyviecher, die sind nervig. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Das wäre schon mal jetzt gut zu wissen. Also ich habe auf jeden Fall da noch so ein komisches Geräusch gehört. Ja, ich höre es wieder. Ja, ist wahrscheinlich da drin dann. Ja, jetzt ist das auch offen. Ich glaube, das war eben zu. Boah, kommt doch immer so ein fettes Vieh an. Was ist denn hier los, Leute? Okay, Plasmaenergie, immer gut. Vor allem jetzt. Genau, ach nee, das war die Tür, die eben verschlossen war. Die ist immer noch verschlossen. Okay. Jetzt hätte ich aber gern so eine Speicherstation. Wie lange geht's denn jetzt? Jetzt muss ich mit dem Fahrstuhl offenbar hoch. Ja gut, gehen wir erstmal auf Ebene 2, bevor wir ganz nach oben gehen. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ja, ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ich hoffe, dieser Techniker bin nicht ich, der gemeint ist. Ich bin zwar informiert worden, aber ich bin hier nicht für zuständig. Ich bin eigentlich nicht dafür da, jetzt all das hier noch zu regeln. Ich wollte eigentlich nur etwas reparieren. Dafür bin ich hier. Und eigentlich bin ich kein Kammerjäger, der diese Plage an Necromorphs noch beseitigen soll. Ich mache das zwar, aber das kostet extra. Isaac, mach uns wieder ganz. Oh, Nicole. Wieder zurück oder wie? Okay, ich hätte gedacht, ich könnte jetzt hier weitergehen. Aber gut, dann muss ich wahrscheinlich jetzt auf Ebene 3 oder muss ich. Nee, ich kann da rein. Okay, zur Kühlkammer. Gut, ah, hier ist auch eine Speicherstation. Alles klar. Gut, dann werde ich nämlich jetzt hier speichern und mach dann beim nächsten Mal weiter. Dann geht's nämlich zur Kühlkammer. Dann bis dahin.